So, wir sind heute mal nicht im Hotel Essen, sondern im Tipsy Hammock in Playa de Ingles unten am Strand. Also ich sag schon mal, 23.000 Follower bei Instagram, das ist zehnmal so groß wie ich, ne? Bei Insta. Und die Burger wurden uns empfohlen, da hat auch bei Google mega Bewertung. Sind echt schon gespannt. Wir haben jetzt zwei Classic Burger bestellt, eine Pizza Margarita, was Deutsches zu trinken, Mojito dazu. Sieht schon mal mega aus, ne? Guckt euch das mal an. Also der Burger muss geil werden. Und jetzt gibt's erstmal ein deutsches Hefeweizen. Was man so in Spanien halt so trinkt, ne? So, Essen ist gekommen, also bin schon mal mega geflasht. Guckt mal hier, das sind die Zwiebelringe hier. Wahnsinn. Pommes. Geil. Ja, ich bin geil. Ey, die Zwiebelringe sind Hammer. Mega. Ich beiß jetzt mal gleich in den Burger rein. Ich werde euch nachher mal berichten, wie es geschmeckt hat. So, Freunde, ich fange schon mal an zu essen. Es sieht einfach nur mega aus. Hey, toller Burger. Guck mal hier, das Ganze für 16,20 Euro. Mal schon. Wenn ich mich an unseren Mallorca-Burger erinnere, Riesenunterschied. Riesenunterschied. So, was soll ich sagen? Glücklich und zufrieden. Mega Burger. Also, ich würde sagen, allein das Patty müsste 180 bis 200 Gramm gehabt haben. Riesengroß. Geiler Geschmack. Wenn ihr jetzt denkt, es hat ihm nicht geschmeckt, nee, ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Ich war durch. Ne? Also auch die Pommes. Eines von den 5 besten Pommes überhaupt, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Und bin kein riesen Pommes-Fan. Toll. Ganz tolle Sache. Klare Weiterempfehlung. Kommt mal hierher. Cool Geschichte. Ach so, PS. Direkter Blick aufs Meer. Habt ihr ja auch noch. Und es gibt deutsches Bier, was man in Spanien dazu trinkt. So, Freunde, wir haben uns mal den Mietwagen genommen und sind nach Las Palmas gefahren. Sind wir heute im Stadtzentrum. Freunde, wir sind jetzt in Las Palmas, an laut Internet einem der schönsten Orte hier, an der St. Anna Kathedrale. Ist halt eine Kirche, ne? Ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Kulturbanause, aber die Hunde hier, die mag ich, haben sie ganz gut hinbekommen. Cooler Platz, kann man sich einmal angucken. Ob ich jetzt nochmal herkomme, weiß ich noch nicht. Also, für Kulturinteressierte ist das mit Sicherheit was. Freunde, wir sind immer noch in der Innenstadt von Palma und wir haben jetzt tatsächlich so eine kleine Markthalle gefunden. Und hier ist schon mal eine Fleischerei, ne? Da zieht es mich hier natürlich mal hin. Ja, werden wir mal kurz abfilmen und. Aber einkaufen können wir leider nichts, weil wir sind ja im Hotel. Jetzt mal drin in der Markthalle und wir nehmen euch mal mit und zeigen euch mal ein paar Impressionen. Also die Früchte und Obst und sowas, das sieht alles schon mal ganz cool aus und Gemüse. Der Bäckerhund sieht auch mega aus. Und lass mal durchlaufen. So groß werden die Zwiebeln bei uns nicht. So lange da drin, also ist eine ganz coole Geschichte. Hier fehlt so ein bisschen im Vergleich zu Palma, dass man sich da selbst hinsetzen kann und mal ein bisschen was probieren kann. Also hier kannst du halt nur einkaufen gehen. Aber ist ja auch okay. Wer hier wohnt, nimmt es halt mit. Fertig. Wir sind jetzt hier in so einer Seitenstraße gelandet. Wir hatten alle schon Hunger. Und was haben wir gemacht? Frauchen bestellt sich eine Aperol. Ich muss fahren, gibt ein Wasser. Dann zweimal Pinsa und einmal Spaghetti Carbonara. Sind mal gespannt. Was sagst du? Also schaut euch das hier mal an. Pinsa. Mit der Liebe. Guckt euch das mal an. Geiler Teig. Guck mal da, Tomatenpinsa. Und meine Carbonara. Also wenn ich eins an der Carbonara auszusetzen habe, hätte ein bisschen mehr sein können. Aber ansonsten sieht es schon mal mega aus. So,
Lass mal probieren. Geil. Toll. Ja? Ja. Wo sind wir hier? Und hier Vicolo. Also ich werde das mal verlinken. Dann guten Appetit, ne? Guten Appetit. Freunde, wir haben jetzt den Eingang zu dem Canyon gefunden, der schon überall angepriesen wird. Muss man sagen, ist nicht ganz ungefährlich. Das Auto parkt irgendwo an der Straße. Es gibt auch keinen öffentlichen Zugang. Und mir ist direkt aufgefallen, was die Spanier geschrieben haben, Touristen geht nach Hause. Ja, Kritik muss man sich stellen. Wenn ich mal sehe, wie es hier überall zugekritzelt aussieht und überall irgendwelche Aufkleber dran sind, ist das durchaus eine berechtigte Kritik. So, jetzt gucken wir uns mal den Canyon an. Vielleicht macht die spanische Regierung noch mal ein bisschen mehr draus. Ne? Aber es ist eine illegale Zuwegung, würde ich mal behaupten. So Freunde, wir sind jetzt im Puerto de Mogán, soll laut Internet eins der schönsten Orte in Gran Canaria sein, auf Gran Canaria, und ich muss sagen, wir wurden bis jetzt nicht enttäuscht, das ist auch das kleine Venedig. Wenn man sich das mal anguckt, also ganz toller Yachthafen hier, tolle Gebäude, sieht ganz anders aus als Playa de Ingles oder Maspalomas, hat nichts miteinander zu tun. Ich sag mal jetzt für mich wahrscheinlich der original kanarische Style hier, eine riesen Auswahl an Restaurants, ich wüsste gar nicht, welches man als allererstes gehen soll, aber ich hoffe mal, wir werden noch was finden und dann... Wir nehmen euch mal noch mal hier so ein bisschen mit. Also es sieht echt toll aus. Hier hinter mir ist ein Kanal. Ach ja, das Ding wird übrigens noch Klein Venedig genannt. Also hier sind überall so kleine Kanäle. Mit Venedig nicht vergleichbar, aber sehr schick. Kann man nur empfehlen. So Freunde, wir waren jetzt essen, gab lecker Pizza, ne? Und die Pizzeria direkt hinter mir, 377 für einen Ausflug, mehr als ausreichend. Also wenn ihr mal in Mogán seid, da kommt man hierher und esst eine Pizza. Aber hier gibt es noch ganz viele weitere Restaurants, guck mal hier, ein Steakhouse. Aber das werde ich wohl nicht mal probieren können, ist halt nur mal so.